Doktorin. Das dauert noch ein bisschen. Echt? Mhm. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja. Hey, hey, aus Schweden. Ein bisschen besseres Gesicht, komm. Kann ich nicht, kann ich nicht, kann ich nicht. Ich bin langsam wirklich total angepisst hier. Egal, wo wir hinkommen, überall Regen, 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 Regen. Und es hört nicht mehr auf. Und die ganzen Ziele, die wir uns vorgenommen haben, Nationalparks, alles Mögliche, fällt eigentlich alles ins Wasser. Weil man kann da zwar hinfahren, aber ganz ehrlich, bei dem Wetter will ja keiner wandern. Also im Regen zu wandern mit dem Matsch und Hund und allem drum und dran, nee, habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Es wird halt alles nicht trocken. Das merken wir jetzt. Wir waren mit Helmina jetzt so schon vier Nächte. Ja. Bestimmt, ne? Ja. Die Handtücher sind immer noch nicht trocken. Und das ist dann nicht so lustig. Also das ist einfach nervig. Also mein Mann hat sowieso ganz miese Laune. Also das muss ich echt erzählen. Also das ist so richtig Latsche. Das sind Wetterdepressionen, da kriege ich gar nichts dafür. Ja. Nee, und klar, wir haben ja eigentlich gedacht, wir fahren bis zum Jokkmokk. Das war jetzt angesagt, dass es jetzt über 20 Grad wird. So. Morgen angeblich 26 Grad, ist komplett weg. Der Wetterbericht ist voll von Arsch. Komplett weg und bringt ja nichts. Bringt ja nichts, wenn ihr hört, es regnet. Wir wollten heute draußen frühstücken. Ja. Mit euch. Ja. Nix da. Wir haben alleine hier gefrühstückt mit so einem Latschen und überlegt haben, was machen wir denn? Und bringt ja nichts. Also ich meine, der Sprit kostet wirklich viel Geld. Ja. Und um, weißt du, Kuckuck zu fahren, in einem Wohnmobil zu sitzen und zu warten, wie idyllisch wir stehen, aber nichts damit anfangen können, bringt ja auch nichts. Nee. Also es ist ja wirklich so, im Moment ist es so, du kommst irgendwo an, dann ist erstmal vielleicht ein bisschen trocken, du willst rausgehen, packst deine Stühle raus und kaum sitzt du da draußen, fängt das Pissen wieder an. Also da wirst du wahnsinnig, echt. Nee, dafür sind wir nicht über, keine Ahnung, wie viele Kilometer sind wir jetzt schon zusammengefahren. 1700, irgend sowas. Ja, um im Regen zu sitzen. Also wir sind wirklich gut immer optimistisch eingestellt. Aber irgendwann geht unsere Laune auch in den Keller, vor allem von meinem Mann. Das wird auch, kannst auch nicht schön reden. Und vor allem, wenn du den Wetterbericht anguckst und jeden Tag wird immer schlecht. Was eigentlich vorher gesagt, dass es sommerliche Temperaturen uns hier eintreffen. Ja, wie gesagt, 26 Grad. Das war auch der Grund, warum wir dann so schnell wie möglich so die Richtung fahren wollten. Und ja, Wetterbericht auf einmal komplett geändert. Aber ich denke mal, das ist Gebirge in Nordschweden wegen Gebirge so nah und alles Mögliche, dass das normal ist. Aber ja, langsam lässt halt meine Gesichtsmuskulatur auch nach. Also, ich kann es mir nicht mehr verkneifen. Echt. Nein, und deshalb haben wir jetzt beschlossen, dass wir das die Norden, also hier die Ecke abbrechen, obwohl unsere Ziele nicht erreicht haben. Hm. Polarkreis haben wir erreicht. Ja. So, jetzt wissen wir, wie das Besonderes ist. Nichts Besonderes für mich, aber. Nee, doch, es ist was Besonderes, weil die Nächte werden nicht dunkel. Ich finde, sowas zu erleben hat auch was. Wir haben auch sogar gelernt, damit jetzt umzugehen, dass wir, wenn wir alles wirklich dunkel machen. Alle Schotten dicht, ja. Dann geht das. Ja. Und da darfst du nachts nicht aufwachen. Da darfst du nicht aufwachen, weil deine Sinne werden wieder getäuscht und sagen: Mensch, es ist schon wieder früh, musst du aufstehen. Aber das war doch auch schön, das zu erleben. Und ich denke mal, egal wie es ist, wir wissen, dass das dann in Schweden so sein kann. Richtig. Und muss man damit leben? Nee, wir wollen es nicht. Nein, auf gar keinen Fall. Nee, wir haben uns beschlossen, wir brechen das Ganze hier abbrechen. Insofern, dass wir jetzt hier aus dem Norden langsam rausfahren, fahren Richtung Luleå und dann diesen Botnischen Meerbusen, also ist ja so ein Arm der Ostsee, dass wir den dann entlang so langsam wieder Richtung Süden fahren. Im Süden soll es ja schön sein. Schauen wir mal, ob das so schön sein wird, wenn wir da sind. Ja, das ist das Problem. Ach Mann. Ja, bringt haben wir ja uns nix. Alles komplett anders vorgestellt, aber wir wollen jetzt gegen das Wetter kannst du halt nichts machen. Nee, wir wollen jetzt abspülen, klar machen. Magst du vielleicht jetzt ganz kurz aufgehört hat, zu zeigen, wo wir stehen? Wir stehen wieder auf so einem schönen Stellplatz. Ich kann euch das mal zeigen. Ich nehme euch mal mit in den Regen raus. Ja, und was ihr dann sagt, kann man hier sitzen? Nein, kann man nicht. Und vor allem, ihr schreibt alle über 30 Grad Hamburg, was das ganz selten ist. Ja. Unsere Tochter, unser Schwiegersohn, die sind heute aus dem Urlaub zurückgekommen, landen in Hamburg, 32 Grad, super. Und wir Idioten, wir fahren, keine Ahnung, 1700 Kilometer, um bei 10 Grad zu verbringen und bei Regen, fällt einem nichts mehr ein. Das kannst du nicht sagen, Idioten. Wir wollten den Sommer in Schweden erleben, wir wollten uns eigene Erfahrungen sammeln, wie das ja ist, ne? Und dann haben wir festgestellt, Nordschweden ist für uns nichts. Nein, also hier leben könnte ich auf gar keinen Fall, das Respekt. Für jeden, der das kann. Ich zeige euch mal kurz, so zum Dachfenster hinaus. Mhm. Ich zeige euch mal dieses Dachfenster. Es ist doch einfach zum Kotzen. Ja, bringt dir nichts. So. Zeig mal, nimm mal den mit. Kurzer Blick nach draußen. Es ist einfach düster, düster. Ja. Ja, wir stehen hier nicht alleine, da steht noch einer.
Da hinten waren gestern auch noch welche gestanden, die sind aber auch schon abgereist. Ist eigentlich ein wirklich schöner Platz direkt am Fluss. Und da hinten steht auch noch eine Bank, ist eine Feuerstelle. Aber es bringt ja nichts. Unser Auto ist auch sowas von dreckig. Aber ich habe auch noch keine Waschanlage gefunden. Nee, und der Regen, das macht einfach keinen Spaß. Das ist nicht schön. Nur Schatz. Kannst du ruhig zugeben, also es ist wirklich schöner Platz zum Stehen. Also Freistehplatz, ne? Und, aber es bringt alles nichts. Es gibt ganz, ganz viele tolle Plätze hier so zu stehen. Also wirklich ganz, ganz toll. Aber man muss Glück mit dem Wetter haben. Und wie gesagt, also für die Wanderungen, was wir vorgenommen haben, das bringt ja nichts. Also im Matsch zu laufen, beim Regen zu laufen. Und wir sind nun mal wetterempfindlich, vor allem du, sehr. Ja, schieb die Schuld nicht auf mich. Ich bin sicher alleine. Du würdest auch nicht wandern gehen bei dem Wetter. Das ist wohl wahr. Aber ich kann mich noch... Ne? Aber wie gesagt, man kann sich ja auch sagen, okay, man widmet sich Sachen, die jetzt liegen geblieben sind und so, ne? Auch... wir nehmen es vor, unseren Blog zu schreiben, schaffen wir bis heute nicht. Also irgendwie, ja, das, da, man muss mal Muse haben und gute Laune haben, um sowas, glaube ich, anzugehen. So. Und da ist mein Svenny im Moment nicht so in der Laune, ne? Nein. Und bringt ja nichts. Bringt nichts. Wir sind ja bloß beim Diskutieren, jetzt welche Richtung fahren wir. Also ich denke mal, wenn der Wetterbericht stimmen sollte, dass wir erstmal Richtung Lulea fahren. Mhm. Und ja, da einfach mal gucken, wie das Wetter ist. Ja, wir wollten ja eigentlich diesen an diesem Wasserfall wandern gehen. Und da würde ich gerne mal anfahren. Storforsen hieß das. Ja. Und da habe ich noch einen Tipp gekriegt, das soll noch schöner sein. Und dass wir da anfahren, wenn das trocken ist, dass wir da schön laufen gehen. Das würde ich jetzt mitnehmen. Wir müssen sowieso in 2 Tagen entweder Campingplatz oder Stellplatz anfahren, weil die Wäsche zu waschen langsam fällig sind. Ja, obwohl, das ist ja das, was ich sehr gerne mache. Ich nehme sehr viel mit von den Sachen. Ne? Mhm. Und du kannst ja teilweise das, was wir mitgenommen haben, 14 Tage ruhig irgendwo stehen, ohne dass wir Waschmaschine ansteuern müssen. Ja. Ne? Also das ist ja das, also mit 5 Sachen kann ich nicht... Aber danach wird's brenzlig, ne? Also, und ich habe nicht so lang, nicht so viele lange Sachen mitgenommen. Ne? Also wir sind davon ausgekommen, dass wir in den Sommer fahren. Ja. Ach ja, übrigens, wir haben ja Hochsommer in Schweden, ne? Ja. Ja, und wir haben jetzt aktuell 12 Grad und es ist 11 Uhr. Ja, das wird ja auch nicht besser. Und Höchsttemperatur heute 16 Grad. Und, Entschuldigung, Regen, 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 Regen. Wobei Regen. Deine Uhr tut sich auch sehr oft täuschen, nee, ja? Bei der Uhr, die ist schon sehr zuverlässig. Ja, ja, du sagst ja an, dass es Regen kommt. Also was Regen kommt, angeht, ist die sehr zuverlässig. Ja, ja. Naja. Bringt ja nichts zu ärgern, wir werden die Pläne ändern. Und wie gesagt, also was bringt das jetzt, Kilometer noch runterzureisen und im Wagen zu sitzen? Also das ist Blödsinn. Ich hätte mir das so gern angeschaut. Ey. Ja, wo war dein Ziel? Erzähl. Dieses Storvastierfellet. Genau. So heißt es. Und den, ein wunderschöner Nationalpark sollte sein. Und ja, gut. Und Abisko-Nationalpark wollten wir auch anfahren. Richtig. Der ist auch nur Scheißwetter, also anders kannst du nicht sagen. Und von daher bringt nichts. Ja. In diesem Jahr wird das nichts. Nee. Ich weiß jetzt nicht, ob wir nächstes Jahr das uns noch antun. Och, du. Jedes Jahr wieder? Oder wir man braucht halt, bis man lernt. Ja, ich weiß es nicht. Also nächstes Jahr vielleicht doch was anderes mal sehen. Ich glaube es auch langsam. Also Schweden ist wunderschön, das ist wirklich gar keine Frage. Aber das mit dem Wetter, da habe ich so meine Probleme. Hm. Man kann Glück haben, klar, aber man kann eben auch Pech haben, was unsere Reise gerade zeigt. Ja, ja, das muss man wissen, Schatz. Ja. Das muss man wissen. Und wir haben, wie gesagt, wir waren ja bereit, eine Woche auszusitzen. Das wäre überhaupt kein Thema für uns gewesen. Wir sitzen schon über eine Woche aus. Ja, aber wenn du dann Bericht guckst, dass es wirklich vielleicht ein Tag dazwischen, wo da ein bisschen Sonnenschein ist. Und dann tut sich da wieder Wolken zu. Nee, wollen wir nicht haben. Na? Hm. Wollen wir nicht, machen wir nicht. Ja. Dafür hat man ein Wohnmobil, das man auch weiterziehen kann. Richtig, genau. Aber nicht nur dafür, auch um sich vorm Regen zu verstecken. Aber dann nicht die ganze Zeit, ne? Ja, sieht aber gerade danach aus, ne? Ja, ja. Naja, soweit, so gut? Soweit, so gut zu unseren Plänen, die nicht so aufgegangen sind, wie sie eigentlich aufgehen sollten. Genug mit der Jammerei, wir machen das Beste draus, wie immer.
Ja, bringt ja nichts. Brechen wir die Zelte hier ab. Genau. Und wie gesagt, also ich habe schon auf der Hintour so Berge gesehen mit Schnee, denke ich, toll. Also wenn die Sonne da scheint, ist schön, ist es schon, ne? Ja, auch schon, das ist gut, gell? Und was wir noch nicht gesehen haben, den Elch. Also den will ich auf jeden Fall mitnehmen. Ja, ja? Wenn wir jetzt wieder Richtung Süden fahren, schaut es schlecht aus. Ja, aber so Wildmarks wegen, also die willst du ja noch mitnehmen. Ja, aber da haben wir keinen einzigen Elch gesehen das letzte Jahr. Nee, aber das ist vielleicht dieses Jahr. Hm. Na, wir werden sehen. Genau. Guti, dann bis später. Oder bis morgen. Oder bis morgen. Jo. Ihr werdet sehen. Ach Mann, ey. Oder fahren wir doch nach Kroatien? Nee. Hm? Schatz, ich fahre nicht nach Kroatien um diese Zeit, Schatz. Aber es ist warm. September, Oktober musst du fahren. Ach so. Lass uns nach Thailand fliegen. Genau, Becher von Kaffee und, was habe ich vergessen? Ganz spontan, lass uns nach Thailand fliegen. Ja, genau. Ja, liebe Leute, ja, was ihr seht. Damit man auch mal verstehen kann, warum wir so deprimiert sind. Dieses Wetter, das begleitet uns wirklich jetzt die ganze Zeit über und keine Besserung in Sicht. Und nein, wir sind keine Weicheier oder vielleicht doch, wer weiß. Wir mögen es einfach nicht. Das ist zu viel des Guten dann. Nee. Macht keinen Spaß. Es ist alles nass, es wird nichts mehr trocken und ja, so macht das Reisen an sich keinen Spaß. Ja, ich meine, wir sind davon ausgegangen, dass es jetzt eine bestimmte Zeit so ist und dann hört es ja auf. Und so ging das ja laut in den ganzen Apps, ne? Ja. Und auch das ist so schön, wenn ihr seht, schau mal, das, wenn ein blauer Himmel hier wäre, das wäre ein Träumchen. Das ist wirklich eine wunderschöne Gegend. Und da kommen wir wieder auf den Polarkreis. Da waren wir ja gestern. Ja. Respekt für alle diejenigen, die ja dann trotzdem bleiben und die Gegend erkunden. Also wie gesagt, es ist zu matschig, zu nass. Und das, was wir sehen wollten, haben wir nicht gesehen. Nein, nicht und ansatzweise. Das macht uns richtig traurig, weil das war echt schon so weit zu fahren und aussitzen. Und wie wir schon erzählen, und ihr kennt ja uns ja, ne? Wir sind schon sehr wetterempfindlich, vor allem uns, Svenny. Also was kannst du dir nicht mehr schön reden? Also, schieb's nicht immer auf mich, du bist genauso. Ja, ich hätte das vielleicht noch genutzt, aber das bringt ja nichts. Also, was muckelig, hättest du daran genutzt? Erklär mir das mal. Den Platz hätte ich jetzt gedacht, da zu stehen. Ja, schon mal, wie matschig. Ja, und das sind wir am Polarkreis, fahren wir jetzt gerade vorbei, also an diesem Platz, wo der Polarkreis verläuft. Und bringt ja nichts. Guck mal, wir haben gestern schöneres Wetter gehabt wie hier, ne? Ja, obwohl es gestern auch nicht schön war, aber... Schöner. Schöner, ja. Ja, nutzt nichts. Nee. Vielleicht werden wir irgendwann mal ansteuern, aber ich glaube, so schnell nicht. Da fahren wir lieber da, wo es gut, da, wo die Sonne scheint, ist. Oder wir werden demnächst einfach Karte nachfahren und ein bisschen Wetterkarte im Blick behalten. Bringt ja nichts. Nee. Na? Ja, Mitte Juli und Hochsommer, ne, wohlgemerkt. Hochsommer. Er zeigt mir gerade an, 10 Grad draußen und das Mittag um 12 Uhr. Hochsommer wohlgemerkt, ja. Gott, das ist ein geiles Wetter. I love it. Aber ich sehe da hinten ein ganz kleines bisschen blau. Ja, genau. Die Richtung soll schöner sein und wir werden jetzt laut Wetterkarte fahren. Es bringt ja nichts. 10 Grad, das ist doch irre, oder? Ist doch schön. Ja, wunderschön. Wir machen uns muckelig. Ja. Ja. Ganze Woche muckelig. Ja. Bringt nichts. Ich meine, nee, das, egal was man sabbelt, man kann sich das... Man kann es in Worte gar nicht fassen, ja. Nein, man kann nicht... Wie happy wir sind. Ja. Auch die richtige Kleidung bringt ja nichts mehr, wenn die auch nicht trocken wird. Ja. Sag mal so. Und, tschüss, Jokmok. Tschüss, Jokmok. Und da ist so schöne Gegend. Also ich habe mir jetzt alles angeguckt um Jokmok rum, Nationalparks. Aber ist uns nicht gegeben. Nein. Also soll nicht so sein, warum auch immer. Und ja. Das nehmen wir so hin.
und machen wir das Beste draus. Ne? Genau. Ist so. Unsere Antwort auf das Wetter ist, wir hauen wieder ab. So. Fuck you, Wetter, ja. Stinkefinger zeigen, das ist ja nichts. Genau. Bringt ja nichts. Also so hart sind wir nicht einzumachen. Nee. Nein. Nee. Ja, umsonst fahren wir immer in der Sonne oder Sonne hinterher. Und wie gesagt, Woche kann man aussetzen. Länger nicht. Nein. Naja. Nur die Harten kommen in den Garten aus. Ja.